am Dienstag den Mario Kart Racing auf der N64 auf dem Rainbow Gaming Ground die Rainbow Road spielen, ist ja schon Tradition. Oh Gott, am Freitag, wenn wir wieder Mario Kart spielen, morgen gibt es Rocket League, Donnerstag Super Smash Bros. Und Samstag dann FIFA. Die Anmeldung jeweils im Zelt drüben vom am Stand im Retro-Zelt. Und jetzt ist auch schon losgeballert worden. Die Gong hat direkt mal einen schönen Burner hingelegt, weil er es einfach kann. Die zwei Froste und Kinder. Jim Toad, aber ich will gar nichts hören. Das Spiel ist angeläutet. Mit Sicherheit. Wenn es geschafft hat, ist er tot, ja. Wer von den vier Kontestanten nimmt die Switch heute mit ins Zelt? Könnt ihr euch direkt mal merken, wo er dann hinter das Taschenmesser ansetzt, um zu klauen. Und wer das Spiel? Und wer nimmt jeweils nur eine Goodiebag nach Hause? Das ist hier die Frage. Na, scheiße. Hier mit einem Stern am Start und direkt von hinten das Feld aufgeräumt. Ja. Satz 4, startet, Stern aktiviert, drei rote Panzer am Start und direkt durchgeballert. Aber hier ist direkt der nächste Musikbarkeitsstern gezündet worden und ja, damit wird ein bisschen Land gut gemacht auf jeden Fall, aber hat noch nicht ganz gereicht für den Toad. Frau Beach währenddessen hat ihren Doppelschutz im Prinzip aktiviert, eine Banane auch wieder am Start. Kennen wir ja von der guten Alten. Und das hat jetzt gut. Ja. Yoshi holt jetzt richtig auf mit dem goldenen Pilz und fährt rein. Er fährt rein. Er fährt rein. Das wär's gewesen. Aber gut, sie hätte ihn auch einfach zünden können. Dann hätte er hart kassiert wahrscheinlich wieder. Direkt wieder vom kurzen Zeit ersten Platz auf dem vierten. Und ich kann da nicht hinschauen. Oh, aber alle noch wirklich nah aneinander. Also es ist ein sehr ausgerichtetes Rennen. Da zählt jede Millisekunde, sage ich euch. Ich hasse die Rainbow Road. Die kotzt mich so an. Oh, Peach wieder mit der 3 hoch Panzer. Oh, boah, er wäre fast drüber geflogen. Oh mein Gott. Ja, Scheiße. Hier, aber Peach hat immer noch die 2 roten Panzer. Das ist ein guter Schutzschild. Aktuell Platz 1. Aber die sind immer noch so unfassbar close beieinander. Das ist unglaublich. Ja, das macht mich nervös. Ja, Yoshi hat jetzt hier noch die Pilze. Kann die denn nicht einfach... Sehr gut! Aber es sieht gut aus. Boah, das hat er noch gebackt. Das hat so eklig rumgebackt. Mein Gott, er soll einfach gewinnen. Oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber immer noch alles drin. Es ist die zweite Runde. Wir kommen gleich in die Mitte. Ja. Und es ist wirklich noch. Kann er jetzt eigentlich alles setzen, weil er kommt sowieso nicht mehr her. Eddie hat 3 rote Chilis im Gepäck. Scheiße. Mann, wenn einer eine blaue Scheißdings kriegt, ey. Oh, hier hat er in der Luft die Bombe abgeschossen. Oh mein Gott. Weiter Sprung. Abgeballert. Ja, da ist schon gehöriger Abstand. Da muss man auch ehrlicherweise sagen. Das hat er. Ja, der blaue Panzer ist unterwegs. Das ist, oh, scheiße! Gar nicht gerne, scheiße! Ganz oh mein Gott, ich freue mich. Aber er hat ja die Banane. Ah, er hat die Bananenschlange am Start. Ja, die, sind die gut? Ist natürlich wenn gekommen, du am blauen Panzer hast, können die... Ja, da jetzt eh gerade und immer noch alle zwischen dabei beieinander. Unglaublich. Jetzt haut er die Bananen. Ich glaube, er ist in diesem Tag und letztes der. Boah, der kassiert jetzt aber hart. Ja, ja. Immer gut reingeht jetzt. Ja, jetzt hat's. Ja. So, Ziel ist quasi in Sicht. Oh mein Gott, nein! Ich wollte
schon einer in der Kurve. Das wird jetzt hier wirklich hier ein Fotofinish oder was? No, oh gut, Gott! Didi! Komm schon! Du schaffst es! Die Frage ist jetzt, kann noch einer gewinnbringend sein in der letzten Runde? Oh, Gott! Oh, aber die Kanone ist schon Didi! Verfehlt. Nein! Ist das vielleicht die Chance, um abzuholen? Und da kommt der Blender. Komm schon! Vielleicht da vorne schmeißen, um dann doch... Du